Folgendes Programm ist für Zuseher unter 16 Jahren nicht geeignet. Beruhig dich, beruhig dich. Ja, das ist beruhigt. Herr Horvath? Herr Horvath? Herr Horvath? Der Tonne ist hochgetreten. Geht her, Horst, komm! Füße! Geht her, oder was? Komm, es braucht so viel so, komm! Ah, ist eh nichts passiert. Das ist der Horvath, kein Horvath, kein Bock auf ihn, wo es auch durch für fünf und mit Weiber, da geht's ihm ganz schön los, im Großen und Ganzen ist er ganz laut. Das ist der Horvath. Ja. Asche zu Asche, Stopp zu Stopp, wie die tun heute, habt ihr es gehört? Schier. Ja, wirklich, das ist schier. Dass heutzutage noch sowas passieren kann, ist wirklich. Nein, ist ein Drama. Voll hin. Voll hin. Wie bei den Aktenzeichen XYZ. Hm. Ich früher immer geschaut, wegen dem Vater, weil der war da oft drin dabei. Jetzt ist die voll weg. Hermann, voll blöd, alles traurig. Ich war eine Hochzeit. Da mach ich so eine schöne Hochzeit, oder? Und dann. Da schlagst du, da schlitzt es auf. Ich weiß ja gar nicht wirklich, was passiert. Weiß ich nicht. Vielleicht hat es sich ja geschlichen, oder? Ich würde mich auch schleichen, wenn der kein Mülltreiber aufreiten wirft. Mir würde auch weg, aber weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist es hin. Mhm. Ich habe einmal einen Toten gesehen. Da war 6 Jahre. Da war ich in die Schule. In die Schule wollte man gehen. Und ich wollte im Gebüsch leicht gehen. Und eine Woche gespielt damit. Nicht schön. Wirklich nicht schön. Mhm. Ich hab das Safteln, ja, wenn's heiß ist. Da war's ein Hochsommer. Ja, ein gesaftelte Leich. Wir haben gespielt. Körper Indianer. Und der war halt unser Apache, weißt du? Und wir haben eh nach einer Woche mal zum Spielen aufgehört. War eh schon fad. War eh schon angeschwollen und alles. War gestunken und was weiß ich, was der war. Und dann haben wir durchsackelt. Sind wir früher gar nicht draufgekommen. Haben wir reingeschaut, wo es einstecken hat. Wirklich war. 500 Schüler waren drin. War schön, wirklich. Weil ich immer ein Ding gekauft, BMX. Rot, Max und Moritz warum? Warum ich mich gefreut. Hätten wir nie gekriegt und so. Ja. Mama hat eh gefragt, wo ich das Geld leichter her habe, habe ich nichts gesagt. War leid. In schöne Sprache rum, weißt du? Oh, wie so ein Lenker. Kennst du die? Die Orgen, die so gobe Lenker, bist deppert. Na, was glaubst du, wie ich bei Ort war? Schau, und es gibt auf der Welt nur ein Leben oder Tod. Da gibt es nichts dazwischen. Das Leben ist ein gerechter Gefährte. Wie man so schön sagt, wie es im Volksmund halt heißt. Nicht da wie da im Fernsehprogramm, da überall steht, habe ich das letzte Mal gesehen, 20.15 Uhr Twilight. Ein Vampirfilm über Twilight, was weiß ich, so komische Untote, was schmusen, Liebesraum. Na, sind das perverse Menschen mittlerweile in den Hollywoods da, oder? Na, das war, das schauen die Kinder. Grüß am Rhein. Der Ehring, gell? Ja, wie ein Vater für mich. Und jetzt verkauft er die Hütten, die Hurensau, die Verschissene, die Abhuter, die ist das ein Arschloch? Ich hab's erfahren, gestern haben wir's alle erfahren. Gemeiner, alle traurig, wie nix. Schaut's um jetzt zum Gemeiner. Ne, ist das ein, der kann nicht einmal mehr einen guten Satz rausbringen. So hat's er getroffen. Alles verkauft, alles weg. Kein Existenz, schau her, da, das Kastel kann ich nehmen und kann ja am Flohmarkt oder was kann ich hinstellen. Da, guten Tag, gibst mir 5 Euro, haben sie ein schönes Kastel oder was. So bin ich. Kann ich wahrscheinlich das Auto ziehen. Hier, was lade ich? Ja, Horvath da. Hier heißt. Scheiß auf die Kakuma, das ist eine alte Geschichte. Leberl hier, die Leibende. Amani. Die Lacoste und die Adidas. 150 Euro waren's. Ja, wir haben's nicht hier geschickt, das sind original bis krank oder was. 120 für die Lade. Was alle eins, du Kranker? Das ist eine super Qualität. Ja, da geh ich auch in den Arsch. Packst du einen Film oder was? Ich hab gute Brände, Pornofilm.
50 Euro einer. Alter. Moni mal, verschieß. Du nicht da, ja? Hörst, brauchst du Leiberl oder was? Ich weiß eh, dass du was anderes brauchst. Ich hab keine Zeit mehr mit dir. Ich bin jetzt in den Leiberl-Geschäft. Ja, tja, ich hab das seit der Adidas. Bist deppert, du passt deine Milch rein. Hast du das machen lassen? Muss ich eh wieder anschauen einmal. Ja, da will ich nicht Zeit haben, oder wo? Ich hab keine Zeit, ich bin im Geschäft. Huch zu. Mäusche, Mäusche. Ne, was? 150 Euro, das Adidas-Leiberl. Find der Burm. Sehr ganz hohe Kind. Was? Was? Das ist kein was. Rebecca, deine Müsse ist so lecker. Na, und? Was ist? Der Toni ist da. Haha, ja, pass auf, Leiberl hätte ich für dich. Na, Kost. Boah, das ist nicht der Gutste, ha? Das taugt eh, gell, so die Marken und so. Was geht mit der Frauenarzt da? Ja, der hat ein Pech gehabt. Na, was hab ich nix damit? Na, tschüss, Papa. Na, ein bisschen Alexander. Raffaella, gell, was tust du? Hörst, was? Wer? Der Horvat? Ja, das ist was. Hörst, Adidas-Level. War das nix mit dem Mann, dem Fulltrottel? Na, der geht immer Golf spielen und so Blödsinn, ha? Spiel mit deinen Ballen und geh so mit meinem Level da draußen ein paar Löcher schießen, der Fulltrottel, oder? Ich weiß nicht. Nicht? Ja? Nein, 40 Euro. Ah, 80 Euro, das ist das teure, bist du deppert? Das ist das teure, das Adidas, bist krank. Ist da dein Mann nichts wert? Na, geh rein, Arsch. Fred, du das Glück, Herr Horvat. Wow. Wie geht's Ihren Sohn? Scheiße. In Alexander. Magst du nichts mehr kochen, jetzt ist ja alles schon fertig, was? In Alexander, Ihren Sohn, wie geht's denn? Ja, der Utl. Ich meine, der Utl ist auch keiner, Vater wird er halt, ja. Wie der Großvater. Oh ja, tja, man könnte sagen, der ist vielleicht jung oder was, aber was ist jung? Jetzt ist er 16 Jahre, der Bruder hat er abgehalten und weiter. Mehr Unterstützung hat er, wenn ich ihn sehen dürfen oder was. Aber was willst du, mein Vater war mit 12 Vater. Ja, er ist mit 12 Vater geworden und hat einen geschaut, oder? Bist du schon gerade los? Schaut dir das an. Aber ein Großvater sei. Schon leben. Mein Großvater war wirklich ein klasse Mensch. Das war wirklich ein. Der hat zwar solche komischen Ringfinger schon gehabt, so Gichtfinger. Hat uns immer den Kipferl in Kakao reingepresst. Ich glaube, das speit mich dreimal an. Aber musste dann fressen und trinken. Ne? War wirklich ein lebender Kerl. Der hat sich immer da gestellt, wenn die Kübler gekommen sind. Ja, das war ein bisschen ein Rapper, ein Rabauke, mein Großvater. Von einem alten Schlag. Der hat 5 Russen da geschlagen im Krieg. Vielleicht kann ich Pension beantragen. Also nicht. Müssen wir schauen. Weil ein normaler Großvater ist in Pension, oder? Kriegst die Renten und das Ganze. Nein, Mieser. Schau, Mieser, das sowieso. Schau, mein Leben gehabt und jetzt bin ich halt Großvater, ja. Und wir den Kleinen, weiß ich, den Mucke was auf die Welt bringt, wir was bitten. Und mein Großvater, weißt du, immer wenn die Kinder gekommen sind, hat er sich totgestellt, ja. Und einmal hat er sich totgestellt, ist er nicht mehr aufgewacht. War er hin, war ein schönes Begräbnis somit. Und das war Gulasch. War komisch. Ich weiß nicht. Heutzutage, du kriegst eh alles in die Dose, das Ganze, ja? Kriegst du alles. Aber manche Sachen sind schon komisch aus, oder? Es wird lässig, wird lecker schmecken. Lecker schmecken, sagt er immer. Wo bin jetzt meine. Ich möchte da ein bisschen was aufservieren. Und wie heißt das Gericht, was Sie da zubereiten? Wie heißt das Gericht, was Sie zubereiten? Ruhig zu, was auf der Dose halt steht, da. Linsen mit Speck. Und ein bisschen Kartoffelgulasch ist drin. Willst du ein Brot auch dazu? Ich stelle es euch da um. Kannst du mal was essen? Mein Gott, da mit der Kamera mal alles abbrechen, oder? Gut, was ist denn das jetzt? Gut. Damit du schon. Na, wenn man vom Gesindel spricht, oder? Was schießt? Ich brauch Mäuse. Huch zu, ich hab nix. Ich hab von dir noch keinen Schüling gesehen, Alter. Und bei deinem gefürchten Level, da steckt er sowieso als ein Linke, oder? Das kannst du vergessen. Hörst, das ist nicht einmal ein Lack, was du gesagt hast, steht Laktose, ist der Müllmann geflattert. Da sind die alten Hitmente, du Volltrottel. Mäuse brauche ich. Ja, wann? Was? Jetzt weißt du das Datum auf einmal nicht mehr. Du bringst mir Mäuse, weil sonst was der ist vorbei. Ja, ja, sehr was. Arschloch.
Muss ich gar kommen, weil da sperrt man zu. Und die Bier. Deppert. Geh, okay, brauch gar keine Waage, ich hab viel nicht geschäft, oder? Du musst Bier im Angebot hast, du packst du was? Nein, du. Ah, oh ja, die Timperei. Ach so, die Timperei, das ist ja wahnsinnig. Was wird denn der Wichser da? Nein. Das ist ein Wichser überhaupt nicht dran, oder? Ja, so, das ist mit den zwei Mappen. Auf der Seite auch mit Abbruch. Das ist das Wichtigste. Hör da, was ist? Was kann ich selber mehr von dir warten, was du letztes Mal passiert hast? Die Weiber warten, oder was? Na, komm, bitte beruhigen wir sich. Das soll sich vorher rauserkennen. Holt mal die Kraft für später. Ja, das ist das Beste. Ich sage, Sie können ja auszügen, der Puder. Sie können Ihr altes Haus kaufen. 40.000 sind Sie dabei, gell? Ich bin froh, dass ich ein Bier holen muss, dass Sie es heute zahlt, dein Helmdepp. Herr Horvat, können Sie noch dieses Auto bitte wegstellen, da, oder was immer das auch ist? Wir müssen noch was vermessen. Steck dir den Schlüssel, schieb das selber weg, du fährte Fluch. So. Was ist denn? Herr Hirflinger, wie weit sind Sie mit den Abbrucharbeiten? In wenigen Tagen wird es soweit sein. Beginnen die Abbrucharbeiten, dann wird endlich diese Ratzenburg dem Erdboden gleich gemacht. Haben Sie auch für die anderen Mitbewohner auch schon einen Platz gefunden? Wir sind auf der Suche. Wir haben ein kleines Feind. Das ist ja. Ei. Ja, Herr Keiger! Na, das scheint ist aber schade drum, ne? Naja, ja. Naja, macht ja nichts. Aber ich glaube, wir. So, Herr Keindl, ich glaube, wir gehen einmal. Wir können ja die Vermessungsarbeiten ein anderes Mal. Gehen wir bitte, gehen wir. Ja, schon. Na, da kannst du nur schon nicht mit dem Zwiebeln einer verletzen, dann fahr ich da um. Das ist eine Frechheit. Da geh weiter, du Hurschwein. Herr Horvat, der Herr Hirflinger. Der Herr Hirflinger und sein Mitarbeiter, der Herr Keindl, die haben da. Ich will nur eine Tür. Weißt du, wegen einer Verletzten hat er was ausverkauft. Okay, ausverkauft war er. Ein Verletzter. Aber du bist ja bis auf die Acht, oder? Sag mal, jetzt bist du deppert. Was ist er? Hab ich euch jetzt hier geschissen? Schaut an mein Auto. Weißt du, was ist mit mir warm? Von was? Was ist für was? Mein Auto. Was ist? Der Keindl ist gefahren. Sollt ihr das zeigen? Zeig ich an. Fahrt nicht so. Schreib das zu schwerer Flucht. Schreib auf, Nummer da für zeig ich an. BN 720 LF. Zeig den an. Toni, ich will es am Ende. Nein, zeig ihm nicht an. So Blödsinn. So, das ist. Ist mir der eine gefahren? Ha? Schau mal, mein Peter, Dami. Wo war ich jetzt? So hast du nichts mehr. Da. So, das ist Öle, das kann ich nicht einmal ausbiegeln, das Scheiß. Nachbar! Was willst du? Was? Nachbar! Was will denn der Fuß? Was ist? Nachbar! Was ist mit dir schon wieder? Was willst du? Ja, nicht, was ist. Ja, weil es nicht der größte Dreck, da geht man unter dem GD nach. Sag Hund, ich hab mit dir gar nichts mehr zu tun, ich geh zum Domi oder was? Da haben wir da jetzt kein Goschen aus, ich hab deine Leiharbeite gekauft, müssen wir diese untauschen. Das kann man vorstellen. Ich will kein Geld scheißen. Mhm. Also, was ein Falter kam in Köln, kostet. Der ist ja wirklich krank. Die Betriebskosten. Schau krank. Das ist ja Wahnsinn, also, du kriegst kein Geld von mir, oder? Das gleicht, die geht versieß mich. Na, warte, jetzt reicht's, weil so wird sowieso die Hebe, jetzt ist vorbei mit mir. Solange du dich nicht. Ich weiß, du gibst mir zurück, ich tue dir einweisen. Ach, schieb mir nicht. Ja, wo der Kuh da verrechnet. Jetzt geht's doch gesehen, wo du dich erst. Die Perversitäten, das muss jetzt ein Ende haben. So kann es ja nicht weitergehen. Die Polizei wird sich um alles Weitere kümmern, das sage ich dir. Der Anwalt, ja, den kannst du sowieso schon meinen Pölzmann schicken, wenn du den überhaupt leisten kannst. Erst tust du mir das überhaupt zu? Na, warte, das ist so eine Frechheit. Du fährst jeden Tag 5 Kilometer für ein bisschen Unterhaltung. Und was wird da zack, die kalte Schulter? So, aber jetzt ist wirklich der Ofen aus. Jetzt ist er aus. Servus, Nachbar. Wie jetzt gedacht und ha? War schon leid, man könnte mir die nicht dabei vollstrecken. Ha? Da kann ich mir einen Hütten kaufen. Da geht's wieder filmen bei mir, Schleiber. Wie früher. Stressig, danke dir, Arzt. Ha? Hast du nicht 40.000 da? Nein, nix. Da kann ich mir die Hütte kaufen. Okay. Was für Leiber? Können wir was da und so? Können wir alles filmen? Okay, Schleiber.
Ja, spät mir nur her, wenn ich da so bei meinem Haberer sitze, wie ein Giftler wohnt. Alter, was hast denn du für eine Idee, Depper da? He? Was ist Giftler? Was willst du? Ich brauch die. Ja, du fragst mich, du kannst mir Arschlecken. Komm, brauch einen zweiten. Du kriegst keinen zweiten. Ich will mit deinen Giftlereien nichts zu tun haben. Komm, schleich dich. 100.000 für uns drin. Was für 100? Was 100? Was 100.000? Euro? Mit deiner Giftlerei verdient 100.000? Ist das? Das sagst du mir jetzt, du Volltrottel, du ergiftelter Hund. 100.000? Soll ich? Was? Na geh mal, du Volltrottel. 100.000 mit Giftlereien? Das ist am ersten Spiel. Leerer! Deck mal, Leiwand, du bist ja der Oberpatient, Alter. Wir haben's bald. Ich bin weg! Lass mal die Kamera hier. Was ist das? Ist der Aufgang, ne? Ah, nix, alles gut. Die Kamera ist schon wieder. Gerne. So, Post. Sofort schießen! Schieß sofort! Was? Zu gehen? Ja, da auf sie. Da auf sie. Ich mein, doch dann Zapp da, was gibt's da? Das hat einen Sammlerwert. Wie mit deinem Sammlerwert, du? Entschuldigung fürs Missverständnis. Grüß mein Arbeit. Das ist eine Illusion mit deinen Sammlerwerten. Sind Sie nicht der Meinung, dass Sie da ein bisschen zu weit gehen mit dem ganzen Unterfangen? Überhaupt nicht, als Typus. Ich guck da, was soll ich weit gehen, mit was soll ich weit gehen? Ja, aber was? Es handelt sich hierbei um Rauschgift. Bei dem da, was wir jetzt gemacht haben? Rauschgift, oder? Das interessiert mich nicht. Nie mir leicht der Rauschgift. Wollt vielleicht sagen, dass ich? Nein, das ist ein Blödsinn. Mir dann ein bisschen was nach und weiter. Ich brauch mal hinten. Ich hab Sorgen, ich hab Ängste. Das ist Ihnen wurscht. Sie gefährden damit massiv die Gesellschaft. Sind Ihnen das bewusst? Ja, jetzt fragt sie aber, ich gefährde die Gesellschaft? Sie kommen mir immer mit der Moralschiene, wie wenn ich die Welt versächert hätte. Was hab ich die Welt versächert oder die Welt schon mich versächert, glaube ich? Hat vielleicht mein Vater irgendwelche gesellschaftlichen Vorstellungen gehabt, wie er mal mit Kant halt sich schildeckt oder den Weg gebiert hat? Das glaube ich nicht. Die Welt geht so und so in den Arsch. Aber nicht wegen mir. Und die Welt hat sowieso das aus mir gemacht, was ich jetzt bin. Da schauen wir nämlich aus. Und da braucht man nicht herum. Und da braucht man nicht immer nachfragen. Und immer irgendwer schuld. Und immer, mir kommt es leicht, du Schisse. Und mir kommt vor, ich bin schuld oder was? Nein. Schlechtes Mal, ja, das bin ich auf die Hutsficher. Nein, nicht gespämmt. Eine schöne Dusche oder was?
Schöner Pornofilm. Na, gute Nacht. Hat's mir gern, du Hurnstil, du Verschissene. Hat's mir gern. Das ist der Hover. Willkommen hier an Öl 3 mit Miroslava Glavitzober. Noch immer kein Urlaubsantrag durch. Gut, sagen wir die Top-Headlines. Anfechtung stattgegeben. Prozess um Wallasek ungültig. Weibliche Leiche in Mödlinger Wald gefunden. Wetter noch immer schwitzig und heiß. Im Büro gibt immer noch keine Klimaanlage. Eine Knalleffekt gab es in der heutigen Anhörung rund um die Urteilsanfechtung im Falle Herbert Wallasek. Der oberste Gerichtshof sieht sich demnach gezwungen, den Prozess gegen Wallasek als ungültig erklären zu müssen, da während der gesamten Prozess Zeige- und Mittelfinger überkreuzte und sich somit im juristischen Leo befand. Ein Termin für erneuerliche Verhandlungen ist noch nicht bekannt. Wallasek selbst befindet sich bereits auf Geschäftsreise nach Saint-Tropez. Schockierendes Fund in Mödlinger Wald. Bei seinem mitternächtlichen Spaziergang musste der 34-jährige Helmut K. eine grausame Entdeckung machen. Mitten auf seiner täglichen Route durch den Wald stieß der passionierte Bildsucher auf einen leblosen Körper. Als Todesursache wurden mehrere Messerstiche in Bauch und Hals festgestellt. Ein Gewaltverbrecher wird nicht ausgeschlossen. Danke für die Aufmerksamkeit. Das war heute der letzte Tag, weil Urlaub ist nicht genehmigt und deshalb habe ich gekündigt. Nun zu den Charts. Oh, diese Stimme ist nichts für Anfänger, das sage ich euch. Vielen lieben Dank an das Nachrichtenstudio. Musik verbindet, Musik macht glücklich und manchmal macht Musik auch traurig. Nur einen macht es zurzeit gar nicht traurig und das zu Recht. Ein Mann, der nur eine Zahl kennt. Seit seinem Einstieg will er ums Verrecken nicht von seinem goldenen Thron mit der Zahl 1 absteigen. Es kann nur einen geben, Eddie Granero. Sperrt die Ohren auf und lauscht den einzigartigen Beats des Chabala Songs. Gleich nach der Werbung.